So, ja, beinahe täglich gibt es auf Akkus Kanal jetzt Sportvideos. Richtung Wochenende 2-3 gute Aufklärungsvideos, die auch mit Sport zu tun haben. So, fangen wir mal an. Über Kopf drücken, bisschen aufwärmen. So, weiter geht's mit 5 Kilo pro Seite. Nochmal 5 Kilo pro Seite. Noch mehr Fünfer. Kurze Pause, dann geht's gleich weiter. Dranbleiben. So, weiter geht's. Nochmal 5 Kilo pro Seite, wo wir dann auch schon bei 50 wären. Stange ist ein bisschen nach links verrutscht. So, nochmal 5 Kilo pro Seite, wo wir dann bei 60 Kilo wären. Kurze Pause, dann geht's weiter. Dranbleiben. So, weiter geht's. Nochmal 5 Kilo pro Seite. Wo wir dann schon bei 70 Kilo wären. So, dann würde ich sagen, steigern wir direkt mit 10 Kilo pro Seite auf 90 Kilo. Und damit es nicht langweilig wird, steigern wir mal nochmal um 2 Kilo.
wo wir dann auch schon bald 92 Kilo wären. So, die Dinger auch befestigen und dann kann das auch schon losgehen. Und einen Schluck Saft trinken, um letzte Kräfte zu mobilisieren. Ich verdeck mal jetzt die Marke, aber da ist Apfel, Kirsch, Pflaume Gemisch. Ich weiß nicht, ob man das auf der Kamera erkennen kann. Die Scheiße angehen, wa? Kollege! Wer hat dir Tschüss, du oder ich? Natürlich du! Boah, das Ding, ich setz das immer so ein bisschen schief auf, so dann ist die rechte Seite zu weit nach da. Ach ja. Versucht gleich noch einmal. Also ich habe auf YouTube 104,5 Kilo einmal so gestoßen. Was heißt gestoßen? Gehoben oder gedrückt. Stoßen ist ja mit Schwung. Wie geil wäre das, wenn ich das überbieten kann? Und das war vor 5-6 Jahren oder was? Ne? Übrigens, über Kopf drücken war ich ja auch so Richtung November, Dezember gut dabei. Und dann kam ja, übrigens, habe ich vergessen zu sagen. Ich hatte ja gestern schriftliche Prüfung, IHK 34a Sachkunde. Die habe ich bestanden. Heute Morgen habe ich einen Anruf bekommen. Ich habe die schriftliche bestanden. Nächste Woche Donnerstag ist die mündliche IHK Sachkundeprüfung. Nicht die IHK Unterrichtung, ist was ganz anderes. Ja, nächste Woche Donnerstag die mündliche. Und wenn ich die bestehe, dann bin ich IHK-Mann. Ich bin, du weißt, Bruder. So, kriege ich noch eine Wiederholung hin mit dem Gewicht oder wie sieht das aus? Wer hat jetzt Schiss, du oder ich? Kollege. Oh Mann, das wird eng. Ja, wo kennst du mittendrin aufgehört zu reden? Ja, jedenfalls, ich habe hier auch schon wieder bei der Übung 2-3 Wochen Pause dazwischen, weil ich irgendwie wieder zu müde, zu früh aufgestanden, zu spät nach Hause gekommen. Ihr kennt das. Aber ich bleib am Ball, ihr wisst. Mein lieber Herr Gesangsverein, mein lieber Scholli, keine Ahnung, wie auch immer. Schultern zwiebeln.
Obwohl, ey, warum 92? Vielleicht, weißt du, wenn ich schon abkacke, dann soll ich doch abkacken mit 1 Kilo mehr Gewicht. Probieren wir doch direkt mal die 93. Verstehst du? Dann kann ich mich nicht so ganz so schlecht fühlen, weil das sind ja dann 93 und das ist immer noch 1000 Gramm mehr als 92. Ja, wohlgemerkt 1000 Gramm mehr. Ah. Ach Gott, kennst du? Diese Dinger leiern auch irgendwann aus und dann haften die nicht mehr so richtig. Jetzt immer noch nicht, oder was? Komm, jetzt geh mir nicht auf den Senkel, ich werd kalt. Kollege, mach mal zu hier die Scheißen, Alter, dann ist gut. Hier, das sind die süßen 500 Gramm Scheiben. Mein Freund, ich bin der Herkules. 93. Also ich hab mal, 2003 bis 2006 waren so meine stärksten Jahre. Da war ich richtig verrückt, nur nach Training. Ich habe für nichts anderes gelebt. Ich habe nur gegessen, trainiert, ab und zu mal gebankt und geschlafen. Nichts anderes. Und da war mein höchstes, ich meine irgendwas mit 117, 116, 118, irgendwie sowas. Also über Kopf, im Stehen, ohne Schwung. Aber auf YouTube 104,5 Kilo werde ich euch mal hier oben verlinken. Müsst ihr mal gucken. In diesem Sinne, Daumen da lassen, Abonnement da lassen. Wir sehen uns, bis dann und ciao.